Geradezu ein Märchenidyll, das Restaurant Spreearche an der Einmündung zum Müggelsee. Gäste, die hinein wollen, müssen mit der Fähre übersetzen. Die Überfahrt könnte jetzt nach dem Kälteeinbruch aber zum Problem werden, denn innerhalb kurzer Zeit friert die Fahrrinne zu. Viel zu tun für Inhaber Frank Kotte. Das Komplizierte ist hier für mich, dass ich die Fahrrinne hier freihalten muss, weil ich kann ja den Leuten hier sagen, die sollen hier über das Eis gehen. Ja, insofern bin ich hier schon Tag und Nacht gefordert, das ist schon eine Herausforderung. Ja, ich fahre hier nachts dann mehrmals hier rüber, um die Rinne eben freizuhalten. Ebenso im eisbedingten Dauerverkehr ist die Fähre zur Pfaueninsel. Die Kälte macht aber nicht nur der Schifffahrt Probleme, vor allem Autofahrer haben zu kämpfen. In einigen Tunneln, zum Beispiel am Heckerdamm, bildete sich Glatteis durch eindringendes Grundwasser. Der ADAC registriert seit Kälteeinbruch täglich mehr als 1000 Panneneinsätze. Autofahrer müssen teilweise 3 Stunden auf die gelben Retter warten. Auch Abschleppdienste haben Konjunktur und voraussichtlich wird es so bleiben. Es bleibt auf jeden Fall kalt in den kommenden Tagen. Frostverschärfung sogar Anfang der Woche. Nachttemperaturen in den kommenden Nächten bis minus 20 Grad in Brandenburg. Der Winter bleibt bei uns. Warm anziehen heißt es da vor allem für Outdoor-Beschäftigte, wie die Händler am Hackeschen Markt. Also ich habe erstmal ein schönes warmes Unterhemd an, das ist schon wichtig. Skihose und Skijacke und dann geht das. Dadurch, dass wir hier Bratstationen haben und einen Backofen haben, ist es richtig schön kuschelig warm. Auf dem Bau muss man sich ums passende Outfit nicht sorgen. Wegen der Kälte haben die meisten Bagger Pause. Also wer in Berlin unterwegs ist, merkt ja sehr deutlich, dass praktisch alle Baustellen ruhen gebaut werden, kann eigentlich nur in Häusern selbst mit drin, vielleicht auch noch bei der BVG, bei der U-Bahn, also wo man nicht dem Frost ausgesetzt wird. Und das sind natürlich auch deutliche Einbußen für unsere Unternehmen. Doch das kalte Wetter hat auch sein Gutes. Der Umsatz warmer Getränke ist spürbar angezogen. Das kann auch Frank Kotte von der Spreearche bestätigen. Na ja, Glühwein und Grog bei dem Wetter. Das klare Winterwetter. Der Wind hat auch nachgelassen. Ja. Sind viele Spaziergänger unterwegs und die freuen sich natürlich, wenn sie hier so eine kleine warme Oase haben bei minus 10 Grad. Auch Schlittschuhläufer freut das eisige Wetter. Doch die Wasserschutzpolizei, die ohnehin keine Freigaben mehr erteilt, warnt vorm Betreten zugefrorener Seen. Die Eisdecke sei zu dünn. Auch wenn sich das in den kommenden Tagen vermutlich ändert, sollte Vorsicht immer der erste Ratgeber sein.